Hallo, grüß euch. Ich mache heute einen Apfelmuskuchen. Und zwar habe ich da jetzt Apfelmus, das sind ungefähr 350 Gramm. Es könnt ihr auch mehr nehmen, kein Problem. Ich habe halt ein bisschen weniger da gehabt, weil ich kleinere Gläser gemacht habe. Und da habe ich so ungefähr 150 Milliliter Wasser und ein Backtel Puddingpulver und das rühren wir dann da ein. Dann tun wir ein bisschen Zimt dazu und ein bisschen Zitronensaft. Dann schneiden wir uns zwei Äpfel auf und einen Mürbteig habe ich schon im Kühlschrank, weil der muss kühlen, aber dann wisst ihr eh, wie der geht. Mehl 3, 2, 1, 3 Mehl, 2 Butter, 1 Zucker, ein Ei, ein bisschen Prise Salz, ein bisschen Zitronenschale und einfach entweder mit den Händen zusammenkneten oder mit dem Mixer. Jetzt tue ich den Zitronensaft. Jetzt tun wir nämlich auch noch ein bisschen rein. Und dann tun wir ihn Teig auslegen in die Form mit ein bisschen Rand. Dann tun wir das einfüllen und dann tue ich noch zwei Äpfel klein schneiden und die tue ich nachher noch aufmischen. Oder das könnt ihr auch gleich ins Ding einmischen, ins Apfelmus. Da ist überhaupt nichts dabei bei dem Kuchen, geht relativ schnell. Kocht schon gleich. Dann lassen wir es eine Minute köcheln. Dann tue ich ein bisschen Zimt einrühren. Es könnt ihr aber auch die Äpfel mit ein bisschen Zucker und ein bisschen Zimt, damit es nicht gar so sauer ist, können wir das auch machen. Da brauchen wir jetzt auch keinen Zucker rein tun und kein Zimt. Das tun wir bei den Äpfeln. Es ist eigentlich wie Pudding kochen, nur ist halt ein Teil Apfelmus. Und das tun wir noch ins Backerl bei 160 Grad Heißluft. Backen wir so ungefähr 45 Minuten. Ja, jetzt lassen wir eine Minute köcheln. Und inzwischen tue ich die Äpfel schälen. Und dann bin ich wieder bei euch. Gell? Schalten wir aus, lassen da Minuten kochen und ich tue dabei die Äpfel schälen. Tschüss dabei. So, da habe ich jetzt die Äpfel, da habe ich drüber einen Zitronensaft dran. Da tun wir nachher noch Zucker und Zimt. Und jetzt tun wir aber zuerst den Teig ausrollen. Und zwar tue ich da ein Drittel. Tue ich wieder zurück in den Kühlschrank, weil das nehmen wir nachher her für die Streusel. Und den tun wir dann in die 26er Form, habe ich da. Da tun wir schön rein, da tue ich etwas auf die Seiten für den Rand. Ich hoffe, das reicht. Machen wir schön rund. Tun wir das Ding raus, die Palette, dass wir nachher lösen können, außer er geht so und so zum Lösen. Ja. Das war jetzt blöd. So.
Aber das ist wurscht, weil den drucken wir so und so noch rein. So. Jetzt tun wir den schön reindrucken. Du musst halt aufpassen, dass es nicht mit den Händen. Oh, jetzt Backerl muss ich vorheizen. 160 Grad Heißluft. Das habe ich jetzt glatt vergessen. Einfach schön. Da am Rand. Schön eindrucken, dass es nicht so dick ist. So geht es jetzt gut. Dann lassen wir einen Rand. Viel muss das nicht sein. Ein bisschen muss mit Mehl arbeiten. Ich habe ihn noch nicht so lange im Kühlschrank gehabt, das muss ich jetzt auch sagen. Dann tun wir so und drucken ihn so hin, das geht nämlich auch ganz gut. Das muss nämlich nicht hundertprozentig perfekt sein. Sticker, nachher haben wir schon alles drinnen. So, wunderbar. Wie gesagt, das muss nicht. Ich habe die Form habe ich mit meinem Backtrennfett. Das sage ich eh jedes Mal dazu. Da gibt es ein Video. Macht euch das. Das geht auch bitte, wer keinen Thermomix hat. Mit dem Pürierstab, das ist super fein. So, so schaut das jetzt aus. Dann tun wir das die Pudding. Einschütten. Schön verstreichen. Dann tun wir da den Zucker rein, dass ich nicht das Mehl erwische. So zwei Löffel mehr tat ich auf keinen Fall. Und ein bisschen Zimt. Zimt und Äpfel, das geht immer. Der Zitronensaft ist für das, dass sie nicht braun werden. Gell? Aber jetzt sind sie durch den Zimt braun, aber die Äpfel sind einfach noch schön hell. Und das tun wir jetzt, da nehmen wir die Hände schön drauf. Jetzt könnt ihr es auch reintun, das ist wurscht. Ich tue es jetzt einmal drauf. Das sickert ja so und so.
natürlich dann wieder die Äpfelzeit. Da gibt es sie wieder im Übermaß und dann tun wir wieder auch Äpfelmus machen. Ich habe schon gar keins mehr. So, und da tun wir jetzt die Streuslaufe. Einfach so zupfen. Wenn's ganz hart, wenn's ganz lang im Kühlschrank lasst, könnt ihr ihn gut einreiben mit der Reibe. Die Zeit habe ich jetzt nicht gehabt, weil wir den Äpfelkuchen zum Kaffee haben wollen. Da hat man oft nicht so viel Zeit. Ganz viele Streusel drauf. Einfach aufzupfen. Die werden dann ganz knusprig. Ich liebe das weiches Inneres und außen knusprig. Das ist genau das meine. Und Äpfel, die ganze Wohnung duftet nach Äpfel und das ist einfach ganz was. Also Apfelkuchen ist für mich immer noch einer von die Favorites, muss ich sagen. Ist einfach was Gutes, so ein Apfelkuchen oder Apfelstrudel oder in jeder Variation. Ganz viele Streusel drauf. Muss überall Streusel sein. Es könnt ihr auch Gitter drauf machen, das könnt ihr auch, wenn ihr wollt. Ich finde dann die Streusel noch knuspriger. So. Und jetzt lasse ich den so sicher eine Dreiviertelstunde im Backrahl. Und dann zeige ich euch. Führt euch dabei. So. Der ist noch heiß. Schaut der nicht super schön aus? Wahnsinn, der Rand so schön braun. Und jetzt tun wir noch ein bisschen Zucker drauf. Und dann lassen wir uns zum Kaffee schmecken. Die ganze Küche riecht nach Apfelkuchen. Ich sage wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Handy läutet. Macht es noch. Ist überhaupt nichts dabei. Und schmecken tut er einfach sensationell. Ich kenne ihn ja schon. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!